Heute siehst du bei den Spielmanns. Und Klaus hat heute frei? Genau, wir wollen heute frühstücken gehen. Heute wird ein schöner Tag. Und jetzt? Jetzt gibt's ein OP. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Immer samstags, manchmal mittwochs, aber immer 15 Uhr. Familie Spielmann. Willkommen bei den Spielmanns. Ich bin so müde. Ich nicht. Du bist ja auch viel früher ins Bett gegangen als ich. Meine Augen sind so müde. Ist ja gut, Erik. Du hast doch heute auch nur einen kurzen Tag in der Schule, oder? Ja, nur 4 Stunden. Und eigentlich haben wir auch meine Lieblingsfächer. Na bitte, so schlimm kann es ja nicht sein. Aber warum muss Schule immer so früh am Morgen sein? Ja, so früh ist sie ja gar nicht. 8 Uhr ist doch eine gute Zeit. 10 Uhr wäre eine gute Zeit. Weißt du denn, wieso Schule immer so früh ist? Um mich zu ärgern? Nein, bestimmt nicht. Aber es ist so, dass ein Mensch sich früh morgens viel besser konzentrieren kann und dass er sich morgens viel besser Sachen merken kann. Echt? Ja. Stell dir vor, dass du abends, wenn du eigentlich ins Bett möchtest, weil du so todmüde bist, dann in die Schule musst, um zu lernen. Wie wäre das? Auch nicht schön. Genau. Und früh aufstehen müsstest du dann trotzdem, weil du ja Hausaufgaben dann morgens machen musst. Oh Gott, das klingt ja schrecklich. Und wenn die Schule erst abends anfängt, dann bist du ja bis nachts beschäftigt. Das stört mich nicht. Noch nicht. Aber wenn du zum Beispiel in die 8. Klasse kommst, dann hast du manchmal mehr als 4 Stunden. Dann hast du manchmal 8 Stunden. Und wenn du dann erst um 10 anfängst, bist du erst so spät zu Hause, dann hast du gar keine Zeit mehr für Hausaufgaben. Verstehst du, wieso die Schule so früh am Tag startet? Ja. Pia, ist bei dir alles okay? Ja. Ich habe richtig gut geschlafen. Und was machst du heute? Ich weiß nicht, aber ich habe mir für die Spielpause draußen mit einem Mädchen verabredet. Die kann mir zeigen, wie man mit diesen Reifen so Kreise macht. Oh, das klingt ja cool. Zeigst du mir dann nachher, was du gelernt hast? Claro! So, Kinder, wir sind gleich da. Aber noch nicht abschneiden. Holst du uns ab oder Papa? Ich hole euch ab. Oder vielleicht Papa und ich. Ja, ihr beide. Okay, ich werde ihn fragen. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ihr Süßen. Tschüss, Mama. Papa. Hallo, mein Schatz. Wie geht es euch? Gut, gut. Die anderen Racker sind in der Schule? Und im Kindergarten. Natürlich. Kommt doch rein. Hallo, ihr. Schön, euch zu sehen. Hallo, Mama. Danke, dass ihr ein bisschen auf die Zwillinge aufpasst. Ach, das ist doch kein Problem. Das machen wir gerne. Und Klaus hat heute frei? Genau. Wir wollen heute frühstücken gehen. Ein bisschen den ruhigen Vormittag genießen und nachher mit allen Kindern gemütlich irgendwas spielen. Ha, das klingt ja schön. Und habt ihr auch schon einen Plan für heute? Ja, wir werden ein bisschen spazieren gehen mit den beiden. Vielleicht gehen wir zum See, Enten füttern. Genau. Ach, das ist ja eine schöne Idee. Das wollten wir auch neulich machen, aber dann hat es angefangen zu regnen. Ich habe extra auf den Wetterbericht gewartet gestern. Heute soll es schön bleiben. Na, dann wünsche ich euch viel Spaß und danke nochmal, dass ihr mir die Zwillinge kurz abnehmen könnt. Als ich ihnen heute Morgen gesagt habe, dass wir zu euch fahren, haben die beiden gelacht. Oh, süß! Wir freuen uns auch immer auf die beiden. Das freut mich. Na gut, dann will ich mich mal auf den Weg machen. Ja, mach das. Grüß Klaus von mir. Viel Spaß und guten Hunger beim Essen. Danke. Ich freue mich so. Heute wird ein schöner Tag. Au! Ah, mein Fuß! Aua! Ich kann mein Bein nicht bewegen. Hilfe! Hallo? Hallo? Klaus? Klaus? Oh, Mist! Okay, Astrid.
Schrei so laut, wie du kannst. Klaus! 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 Schatz, was machst du denn da? Aua, hilf mir! Was ist passiert? Ich bin umgeknickt beim Aussteigen. Was tust du denn für Sachen? Ja, aua, das tut so weh. Wo denn? Zeig mir mal, wo es weh tut. Mein Knöchel, ich kann meinen Fuß nicht mehr bewegen und er tut so weh. Dein Bein auch? Ja, ich kann nichts bewegen. Habe ich mir was gebrochen? Darf ich mal dein Bein fühlen? Ja, aber bitte sei vorsichtig. Natürlich bin ich vorsichtig. Okay. Achtung. Aua, ah, das tut weh, das tut weh, da tut's weh. Okay. Und hier? Aua, auch, da auch. Soll ich einen Arzt rufen? Du bist doch Arzt. Ja, das war ein kleiner Scherz. Also, gebrochen ist, glaube ich, nichts. Okay, aber es tut so weh. Bist du dir sicher? Ziemlich. Ich werde aber einen Krankenwagen rufen und dann fahren wir zusammen ins Krankenhaus, okay? Okay. Hallo, mein Name ist Klaus Spielmann. Ich brauche einen Krankenwagen für meine Frau. Sie ist umgeknickt und kann ihr Bein nicht mehr bewegen. Ach, hallo Klaus. Ich schicke dir sofort einen vorbei. Ist in 4 Minuten da. Okay, danke. Bis später. So, Schatz, wir machen es uns hier gemütlich. Der Krankenwagen ist gleich da. Also, diese Betten sind gemütlicher, als ich gedacht habe. Ja, was dachtest du denn? Naja, dass die hart und kantig und unbequem sind. Aber da wird doch kein Patient gesund. Dann haben ja alle Patienten Rückenschmerzen. Das wäre blöd. Genau. Tut mir leid, Schatz. Da hast du mal einen Tag frei und dann bist du jetzt trotzdem hier im Krankenhaus. Ach, da mach dir mal keine Sorgen. Solange ich bei dir bin, habe ich genug Spaß. Danke, dass du bei mir bist. Wie lange brauchen denn die Ärzte, bis sie mir sagen können, was ich habe? Ich habe gehört, dass mein Chefarzt gleich kommt und dich höchstpersönlich untersucht. Er schuldet mir noch einen Gefallen. Oh, was für eine Ehre. Ja, das macht er sehr selten. Moin, Klaus. Schön, dich zu sehen. Ist so leer hier ohne dich. Und das ist bestimmt Frau Spielmann, oder? Genau. Astrid heiße ich. Grüß dich, ich bin Jörn. So, was haben wir hier? Lass mal gucken. Okay, gut. Darf ich mal sehen und fühlen? Aber vorsichtig. Natürlich bin ich vorsichtig. Sonst wäre ich gar kein Chefarzt geworden. Na gut. Ui, war ich nicht vorsichtig genug? Naja, du bist schon vorsichtig, aber es tut ja trotzdem weh. Das stimmt. Und weißt du auch, wieso das weh tut? Nein. Weil deine Achillessehne gerissen ist. Ui, so ein Mist. Und jetzt? Jetzt gibt's eine OP. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Wie lange kann ich da nicht laufen? Das kann schon ein paar Wochen bis Monate dauern. Also ich bereite für die OP schon mal alles vor. Wir sehen uns gleich. Klaus, ich weiß, du hast frei. Aber kannst du kurz bei der Patientin bleiben? Klar. Sauber. Was passiert jetzt mit mir? Zunächst wirst du betäubt, also in einen tiefen Schlaf versetzt. Wie denn? Na, mit einer Spritze. Aber Schatz, du weißt, dass ich bei Spritzen umkippe. Ja, ich weiß, aber es gibt leider keinen anderen Weg. Was? Ihr seid so geniale Ärzte, aber es gibt nur Spritzen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Tut mir leid, Schatz. Dann möchte ich keine Betäubung. Dann mache ich die OP ohne Betäubung. Das ist nicht möglich. Und glaub mir, das willst du nicht. Die OP tut ohne Betäubung doller weh als die Spritze. Versprochen. Also ich werde die ganze Zeit bei dir sein, mein Schatz. Kannst du mir die Betäubung geben? Nein, ich arbeite heute nicht. Das könnte große Probleme geben. Außerdem möchte ich nicht, dass du immer nur an die Spritze denkst, wenn du mich siehst. Ich will die Spritze nicht. Also was ist schlimmer? Nie wieder gehen können oder kurz gekniffen werden? Nie wieder laufen können. Na siehst du. Aber muss die Spritze jetzt sein? Kann das nicht noch ein bisschen warten? Ich bin gerade echt nicht in der Stimmung. Es muss jetzt sein. Es gibt doch keinen Grund, das nicht zu tun. Du bist doch eh gerade hier. Wie spät ist es? Halb eins, wieso? Ich muss die Kinder abholen. Aua. Ganz ruhig, mein Schatz. Ich habe schon deine Eltern angerufen. Sie kümmern sich um Erik und Pia und die Zwillinge. Die haben gesagt, wir sollen machen, was wir machen müssen und schnell gesund werden. Weißt du noch, wie tapfer Pia war, als sie eine Spritze bekommen hat? Natürlich. Sie ist ein unglaublich starkes Mädchen. Das hat sie von ihrer Mutter. Die hat mir damals in die Augen geguckt, als der Arzt mit der Spritze kam und gesagt, Papa, das ist nur ein Mückenstich. Und dann habe ich sie gestreichelt und sie hat einfach die Zähne zusammengebissen, bis es vorbei war. Pia ist so stark. Erik hat auch nie wegen Spritzen gemeckert.
Wir haben tolle Kinder, Schatz. Ich glaube, ich bin bereit für die Betäubung. Na, Schatz, wie geht es dir? Ich bin noch ein bisschen müde. Können wir nach Hause? Ich möchte zu den Kindern. Ja, wollen wir wieder mit dem Krankenwagen fahren? Sehr gerne. Das hat voll Spaß gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier auf noch mehr tolle Familie-Spielmann-Videos klicken oder am besten gleich unseren Kanal abonnieren, damit du die neueste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Wir sehen uns!